Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Pathfinder, der Abenteuerpfad zu Was ewig liegt. Mal wieder von Ulysses. Und da könnt ihr mich natürlich gerne fragen: Hey Frosty, kannst du überhaupt Pathfinder? Und ich antworte: Nein, ich habe noch nie Pathfinder gespielt. Aber ich schaue hier trotzdem rein, ganz unabhängig von den Regeln, und lese mir das einfach mal durch, weil es geht hier um Cthulhu und da ist dann auch mein Anreiz, da mal reinzuschauen. Ja, ich selber bin ziemlich von Cthulhu fasziniert und das dann einmal mit Pathfinder zu kombinieren und dann sich durch die großen Alten zu schlachten. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja. Große alte Schlachten, genau das ist es, worum es hier geht. Die Kampagne selber ist eine Übersetzung aus dem Amerikanischen, das merkt man ja auch an, denn sie ist sehr palpig. Die deutschen Cthulhu-Kampagnen sind ja meistens, wenn sie keine Übersetzung sind, sehr auf Stimmung ausgelegt, auf den angedeuteten Horror und nicht wirklich was Greifbares. Zumindest spiele ich so gerne meine Cthulhu-Sachen und naja gut, die amerikanischen Übersetzungen, einige sind da wieder auch ganz gut, aber das ist jetzt ein sehr palpiges Abenteuer. Ja, okay, aber das will ich beim Pathfinder-System ja auch haben. Das heißt, die Pathfinder-Spieler werden komplett auf ihre Kosten kommen. Eine riesige Karte mit ganz vielen Türen, die ich eintreten kann und dahinter sind Monster, die ich bekämpfe, die geben Erfahrungspunkte und die geben Loot. Also für eine Pathfinder-Kampagne macht das Ding alles richtig. Jetzt habe ich mir das natürlich angesehen, weil ich gerne Cthulhu spielen möchte und ich möchte ganz gerne Stimmung haben. Gelingt es der Kampagne, Stimmung aufzubauen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe, wie gesagt, Pathfinder noch nicht gespielt. Die Regeln sind allerdings ziemlich einfach und selbst beim Durchlesen von diesem Abenteuer versteht man, wie das Ding abläuft. Ich kann das aber auch nicht wirklich vorbereiten. Ich kann mir jetzt die Karte nehmen und das sind so dermaßen viele Räume, zumindest in diesem ersten Abenteuer, dass ich das unmöglich mir alles merken kann. Deswegen, wenn die Leute in einen Raum reingehen, dann muss ich wissen, wo liegt dieser Raum, welche Seite ist das und dann muss ich dementsprechend diese Seite vorlesen. Ja, ob das funktioniert, weiß ich nicht genau. Die Beschreibung der Räume selber sind immer relativ gut, ne? Also da kommt gut Stimmung auf, aber wenn dahinter immer ein Monster ist, dann kann das gar nicht auf mich wirken, denn ich bin eben sofort in diesem Kampf, der dann auf mich einströmt. Finde ich, ja, es ist palpig, genau das, was es sein soll, aber wirklich Angstatmosphäre kommt da, glaube ich, nicht auf. Ich habe mir das Ganze angelesen wegen Cthulhu. Um wen soll es hier gehen? Es geht um Hastur, einen anderen alten Gott, und seinen Avatar, den König in Gelb. Der hat eigentlich eine Verknüpfung mit Dekadenz und ausschweifenden Partys, sag ich einfach mal. Und ja, hier wird dann eher auf die Irrenanstalt eingegangen und verrückte Experimente. Die Wahl des Gottes finde ich ein bisschen merkwürdig, aber naja gut, der Drops ist gelutscht und dann kämpfen wir halt gegen Hastur und seinen Avatar. Ist okay. Ansonsten gibt es viele Anspielungen auf Lovecrafts Geschichten. Also jetzt werden dann hier so Sachen fallen gelassen wie das narkotische Manuskript. Der Cthulhu-Kenner wird damit was anfangen können, aber jemand, der das Ding spielt, weil er Pathfinder kennt, der hat keine Ahnung, was das sein soll. Alle anderen freuen sich halt ein Loch im Bauch, wenn sie dann sowas hören. Was halte ich jetzt von diesem ersten Abenteuer, beziehungsweise von dieser ersten Szenerie? Es sind drei Abenteuer, die alle jetzt in dieser Irrenanstalt spielen. Ganz solide. Also man bekommt das, was man haben will. Monster schlachten und gegen große Alte antreten, beziehungsweise deren Kultisten. Ich finde allerdings, dass es ein bisschen merkwürdig ist. Es gibt einen Nebel, der um diese Anstalt gelegt ist. Und selbst wenn man sich aus dieser Anstalt herauskämpft, dann muss man immer erst diesen Endgegner besiegen und kommt da gar nicht drum herum. Sonst verschwindet dieser Nebel nicht und wenn man halt in diesen Nebel reinläuft, dann wird man angegriffen und zwar so lange, bis man tot ist. Das ist halt so eine Beschränkung im Rollenspiel. Wenn man keine wirkliche Lust hat, diesen Endboss umzukloppen oder das Ganze umgehen will, weil man trickst, dann ist es einem hier nicht gestattet. Das ist halt so eine Wand, da kann man gegen anrennen und das hilft nicht. Da sind halt unendlich viele Monster drin. Ja, ich weiß nicht, ob alle Pathfinder-Abenteuer so gestrickt sind, aber das fand ich da nicht so schön gelöst, wenn man ja den Leuten Fesseln anlegt.
Ansonsten fand ich auch sehr witzig die allererste Szene. Man ist halt gefangen in einem Kerker, so viel sei schon mal gespoilert, und man kommt dann raus. Egal, ob man etwas tut oder ob man nichts tut, ja, man darf halt abwarten und ja, wird automatisch dann befreit. Egal, wie sehr man sich anstrengt oder auch nicht sich anstrengt. Ja, da ist so ein kleiner Noobschutz eingebaut. Aber das soll ja auch für Anfängerhelden sein. Die Zeichnungen in dem Buch selber finde ich alle sehr gelungen. Die haben alle irgendwie so einen typischen, weiß ich nicht, Pathfinder-Stil. Habe ich so noch nicht gesehen in keinen anderen Publikation. Und ja, macht sonst gerne mal auf Pause und schaut euch das so nochmal an. Aber ja, ist mal was Neues. Da kann man schon mal schmunzeln. Ja, das nächste Abenteuer, der Schrecken von Drosselmoor. Hier soll es darum gehen, dass nachdem die Charaktere in diesem Käfig aufgewacht sind, in der Irrenanstalt, herausfinden, wie sie da eigentlich reingekommen sind. Und hier treffen sie dann auf eine Person, die ihnen erzählt, ja Mensch, ihr habt doch eigentlich in dieser Burg gearbeitet, bei diesem Grafen. Und wenn ihr irgendwie was herausfinden wollt, dann fragt doch einfach mal danach. Wir kennen uns ja eigentlich. Ja, und nachdem es dann in diesem Dorf noch ein paar Kämpfe gegeben hat und sie noch ein bisschen was herausfinden konnten, gehen sie zu dieser Burg, die Hagelschichtfeste. Hier finden sie dann heraus, dass das eigentliche Ziel gar nicht in dieser Burg ist, sondern nachdem sie sich dann durch viele, viele Gänge geschlachtet haben, müssten sie eigentlich in ein nahegelegenes ja, Anwesen mitten im Wald. Und dort gibt es dann wohl ein paar Stelen, die aus dem ja, Boden herauswachsen. Und an diesen Stelen kann man dann doch ein Ritual verhindern. Das ist so das, was dann hier in diesem Abenteuer quasi Sache ist. Wieder viele, viele Kämpfe, auch wenn es nicht so viele sind wie in der Irrenanstalt. Die Karte ist ein bisschen kleiner, aber nichtsdestotrotz ist die Karte ziemlich cool. Hier haben wir dann nochmal die Karte von dem Anwesen und dem Herrenhaus, was dann auch wieder ziemlich spannend sein könnte. Ich kann mir auch vorstellen, je nachdem, wie man da spielt, dass dann am Ende, wenn das Anwesen gesäubert ist, dass man das selber mal benutzt, für eine eigene Festung, sage ich einfach mal. Aber naja, darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Das ist zumindest das Abenteuer. Man geht in das Dorf. Im Dorf erfährt man, dass sie zu dieser Burg gehen sollen. In der Burg erfahren sie, dass sie zum Herrenhaus gehen sollen. Ja, nebenbei wieder ein bisschen Schlachten, das typische Pathfinder-Konzept. Ja, das war quasi die Zusammenfassung von Rückkehr nach Drosselmoor. Okay, der nächste Teil, der Traum vom gelben König. Das ist der dritte Teil. Und ja, ihr könnt es hier schon erkennen auf der rechten Seite, diese Person in dem arabisch aussehenden Kostüm, das soll Abdul Al-Hasred sein. Ja, ein unglaubliches Name-Dropping, was hier stattfinden wird. Das Abenteuer ist unterteilt in ja, verschiedene Gebiete. Auf dem Selen, wenn ich das richtig ausspreche, ist ein großer Fluss. Das Abenteuer selber gefällt mir. Naja, mit den Zusatztabellen ist es dann doch wieder ganz gut. An sich, ohne diese Zusatztabellen wird vom Abenteuer her wenig gemacht. Man muss ein Schiff, eine Schiffspassage in Richtung Süden buchen. Und wird dann angegriffen. Ja, teilweise irgendwelche ja, vorgegebenen Angriffsszenarien, wo man vielleicht noch ein bisschen was vom Hintergrund vermittelt bekommen soll. Aber generell dauert diese Tage, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube 60 Tage, 2 Monate, dauert das mit dem Schiff. Und teilweise springt man auch mal 20 Tage, weil in diesen 20 Tagen nichts von diesem Abenteuer passiert, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da bin ich sehr enttäuscht. Zumindest war ich es beim Lesen. Wenn man sich dann doch den zweiten Teil anguckt, im Traumreich, dann wird man feststellen, dass während die Charaktere nichts zu tun haben und auch gerade die Zufallstabellen nicht so sehr wichtig sind, dann kann man in seinen Träumen, während man schläft, die Traumwelt besuchen. Und da muss ich sagen, das ist ein echt cooles Szenario. Das rettet, in meinen Augen rettet das dieses ganze Buch. Im Traumreich ist ein echt schönes Kapitel. Es sind quasi verschiedene Settings.
Teilweise ist es ein Palast oder ein Empfang des Burggrafen, dann ist es ein verzauberter Wald, ein Schlachtfeld, eine Nekropole. Es sind unterschiedliche Dinge und ja, ich finde das unglaublich toll, jetzt gerade den Empfang vom Burggrafen. Alleine das Abenteuer ist so schön, dass ich das auf alle Fälle spielen werde. Wohl nicht mit Pathfinder, aber ich werde das Ganze mal irgendwie versuchen zu exportieren, importieren. Und das ist echt ein schönes Abenteuer, was, glaube ich, viel Spaß macht. Also, wie gesagt, der Teil 2 ist verbunden mit dem Teil 1. Während man auf diesem Fluss herumreist, ein paar Kämpfe in der echten Welt macht, wird man auch ein paar Kämpfe in einer Traumwelt machen. Und da wird so ein bisschen dieses Traumreich eingeführt, was dann im dritten Teil, der Gelbe König, dann wieder aufgegriffen wird. Man muss dann in den verschiedenen Träumen ein paar Artefakte besorgen und die kann man dann im letzten Teil, der Gelbe König, kann man sie dann ja benutzen. Was genau da besorgt werden muss, werde ich nicht verraten. Aber ja, der dritte Teil spielt dann mit Ausgangsstation in den Traumlanden in einer Wüstenlandschaft, in einer Karawane beziehungsweise einer Karawanserei. Und ja, von hier aus wird man dann, nachdem man sich diese Karawanserei so ein bisschen freigekämpft hat, aufbrechen zum Mond. Was auch ganz interessant ist, die Traumwelten, die Traumlande haben einen eigenen Mond. Und man fliegt dann mit einem Transportmittel zum Mond. Da ist dann der gelbe König, was auch immer das sein soll, ist dann hier gefangen und den muss man befreien. Ein großes Gefängnis, was man dann wieder einmal säubern muss und am Ende ist der gelbe König befreit. Was quasi das Ende dieses Buches ist, dieser drei Abenteuer, dieser drei Kapitel und damit ist dieses Buch dann ja zu Ende. Es folgt dann ein zweites Buch mit den nächstfolgenden Kapiteln, denn die große Kampagne ist noch nicht zu Ende. Aber das soll es erstmal von hier aus sein. Danach folgt, das könnt ihr hier auch auf dem rechten Rand schon sehen, die NSC-Galerie. Hier gibt es dann noch einmal Hintergründe zu den einzelnen NSCs, wo ich teilweise sagen muss, schön, dass sie drinstehen, aber hat für die Kämpfe wenig Relevanz. Weil ein Monster wird sich niemals mit einer DIN A4-Seite bei den Helden vorstellen. Und die Hintergründe von so einem ja, NSC zu erfahren, weiß ich nicht genau, wie spannend das ist. Aber wenn man sowas nachfragen würde, wäre so etwas da. Das sind dann für verschiedene NPCs, die dann einem im Verlauf der ersten drei Kapitel begegnet sind. Teilweise gute, teilweise schlechte. Winter ist jetzt hier zum Beispiel ein guter Held, eine Heldin. Und ja, da wird man dann die verschiedenen Leute noch einmal kennenlernen. Das ist jetzt gerade für den Spielleiter sehr relevant. Aber die Zeichnungen sind ja auch sehr gelungen. Finde ich nochmal ganz gut, dass die alle auf einen Blick hier nochmal sind. Danach wird der Mythos vorgestellt. Und da hoffe ich einfach, dass die Pathfinder-Spieler, die sich dann diese Kampagne geschnappt haben, eine ganze Menge von dem Mythos selber mitnehmen. Es ist ein unglaubliches Name-Dropping, das habe ich ja schon erwähnt. Es wird hier das Necronomicon erwähnt, die nekrotischen Manuskripte, sämtliche große Alte werden irgendwie aufgeschlüsselt, ob die jetzt Sinn ergeben oder nicht, aber sie werden alle mal irgendwie erwähnt. Und ich hoffe einfach, dass man dadurch dann auch mit dem Mythos konfrontiert wird, dass sich Pathfinder-Spieler dann mit so etwas dann, ja, dass das Interesse geweckt wird und dass man dann später ja, vielleicht auch noch ein paar Sachen für Merktulu spielt. Ja, dann bekommt Hastur ein eigenes Kapitel, denn er, der Gott, hat einen Avatar, also eine Entität, eine abgespaltene Persönlichkeit, die sich der König in Gelb nennt. Aufbauend auf einem Theaterstück, aber das ist jetzt quasi egal für dieses Szenario. Ja, und hier wird er nochmal vorgestellt, also noch mehr Hintergrund für Leute, die den Mythos nicht kennen. Ganz am Ende Drosselmoor, der Selen und das Bestiarium, da werden dann noch weitere
Ja, Hintergründe vermittelt. Das heißt, was genau kann ich in Drosselmoor erleben? Da gibt es dann noch eine schöne Karte. Was laufen da für NPCs herum und was für Begegnungen kann ich da haben? Der Selen ist dann wieder mit Zufallsbegegnungen versehen, auch weitere Karten von weiteren Schiffen, die man da benutzen kann für Kämpfe. Ja, und das ist quasi so das Buch. Hinten im Bestiarium noch ein paar Werte von Göttern, von irgendwelchen generischen Monstern, die man dann benutzen kann, wenn man sie braucht. Gerade das Kapitel zu Drosselmoor und der Selen würde ich ganz gerne vorne haben. Da, wo man sie braucht und nicht hinten, wäre mir an der Stelle lieber gewesen, aber okay, da hat man sich dann wohl so für entschieden. Und dann, ja, ist das halt so. Gut, das war's quasi mit diesem Buch und ich folge mit einer Bewertung. So, kommen wir zu Modularität. Kann man das Abenteuer verschieben in Zeit und Raum? Kann man es in anderen Systemen spielen oder in anderen Welten? Ich gebe hier nur 2 von 4 Punkten. Man kann es wenig importieren. Es macht an der Stelle, wo es ist, jetzt Sinn. Und naja, ob die Zeit bei Golarion dann eine große Rolle spielt, für das Abenteuer quasi gar nicht. Es ist halt eine eigene Welt und ja, man muss es eben in dieser Kampagne einmal durchspielen. Das macht keinen Sinn, dass man da aus einer anderen Kampagne irgendwelche Sachen dann einwirft oder die miteinander verknüpft. Diese Kampagne steht quasi für sich alleine. Spielspaß. Ja, es ist kampfbetont. Unglaublich kampfbetont. Es ist genau das, was man bei Pathfinder haben will. Die Leute wollen irgendwelchen fiesen Monstern auf die Schnauze hauen und das erfüllt dieses Abenteuer. Ich gebe 3 von 4 Punkten. Muss hier aber auch noch einmal sagen, dass diese 3 von 4 Punkten für Pathfinder-Spieler sind und nicht unbedingt für Cthulhu-Spieler. Wenn jemand dann wirklich aus dem Bereich kommt, Horror, ich möchte Horror erleben, ich möchte ja, weird Fantasy haben, das erfüllt es nicht bedingt. Es versucht es, aber eine wirkliche Horrorstimmung wird man hier, glaube ich, nicht aufbauen können. Schwierigkeit für den Spielleiter, 2 von 4 Punkten. Man kann gerade den ersten Teil, da sind unglaublich viele Räume in dieser Irrenanstalt, das kann man nicht vorbereiten, geht einfach nicht. Man muss quasi darauf angewiesen sein, welchen Raum oder welchen Raum suchen jetzt die Spieler auf. Da muss man schnell blättern und man muss es dann vorlesen. Es macht keinen Sinn, dass man sowas auswendig lernt oder genau weiß, in welchem Raum was drin ist. Und das finde ich schwach. Dann wird natürlich auch noch wenig über diese 30 Tage oder 60 Tage auf dem Fluss gemacht. Da muss man sich dann wieder mit den Zufallstabellen abhelfen. Aber ansonsten kann man diese 60 Tage kaum oder gar nicht füllen. Finde ich ein bisschen schwer. Daher 2 von 4 Punkten. Bonuspunkte. Gebe ich hier auch 2 von 4 Punkte. A, es ist Cthulhu, das ist ein Pluspunkt. Finde ich super, dass man sich dann eben auch mal mit diesem System damit beschäftigt hat. Und es gibt viele Karten. Ich kann die hier einfach mal einblenden. Aber, also viele Karten ist ein Pluspunkt, aber die Kartengröße, das Raster stimmt teilweise nicht. Wenn dann ein Raster 1,5 Meter groß sein soll und die Leichen in diesem Keller sind dann, naja, guckt es euch an, teilweise viel zu klein oder die Betten sind zu klein. Wenn man so etwas wie Raster benutzt, auf einer guten Karte, die schön ist, mit der man was anfangen will, dann würde ich doch ganz gerne haben, dass die Raster entweder sinnvoll sind oder man lässt sie komplett weg. Da muss ich echt hart in die Kritik gehen. Ich passe mir meine Raster lieber gerne selber an. Naja, jeder weiß irgendwie, dass ein Bett wohl um die 2 Meter lang ist. Und dann sollte man das doch bitte so groß ziehen oder die Raster eben kleiner machen. Ja, und dann finde ich, dass das Abenteuer oder die Kampagne hier, das erste Buch, zu wenig Abwechslung hat. Es wird viel gekämpft, aber wie gesagt, das habe ich ja schon erwähnt, man möchte viel kämpfen. Trotzdem, irgendwann hat man die Schnauze voll und dann brummt der Kopf. Dieses Abenteuer spielt oder spricht Pathfinder-Spieler an, aber keine Cthulhu-Spieler. Diejenigen, die aus diesem Bereich kommen, die werden wohl wenig Spaß damit haben. Was ich schade finde. Aber es ist eben die Chance, dass die Leute von Pathfinder eben rüberwechseln zu Cthulhu. Das wäre eben möglich.
Gut. Ja, damit stehen die Gesamtpunkte fest und ich kann noch einmal einen Preis pro Seite einblenden. Und ja, mit diesen letzten Augenblicken würde ich mich dann von euch verabschieden und ich hoffe, euch hat diese kurze Review zu dem ersten Buch gefallen. Wenn ihr wollt, dass ich das zweite Buch mir auch nochmal ansehe, dann kann ich das auch gerne nochmal tun. Schreibt es mir in die Kommentare, gebt einen Daumen hoch oder so, dann weiß ich, dass ihr da noch mehr sehen wollt. Dass ich hier auch Leute vom Pathfinder-Setting habe und ja, dann können wir uns damit weiter beschäftigen. Ansonsten gehabt euch wohl und bis die Tage.